Everything changes. Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS17 in Losberg Multiplayer. Und heute ist wieder mit dabei die Pru. Die hilft uns. Wir sehen sie schon da vorne rumrasen. Sie hat unser Auto genommen. Okay, sie schaut gerade, ob das Gelände tauglich ist und ob das den Traktor kaputt macht, ob das den Traktor kaputt machen kann. Geht aber nicht. So, ja, auch von mir ein Hallo an alle. An meinen Channel natürlich auch. Unten MZ80 verlinkt in den Bemerkungen und ich komme einfach nicht klar mit der Tastaturbelegung hier. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht fahren. Okay, wir müssen schauen, damit wir das irgendwie, damit du irgendwie mit was anderes spielen kannst, außer mit der Tastatur vielleicht. Also mit deinem Pad vielleicht, wenn du irgendwie sowas hättest oder so, damit man das mal einstellt. Ich könnte sonst mal meine Einstellungen dir zeigen, das Foto schicken oder so, wie ich das gemacht habe. Alles habe ich auch noch nicht einstellen können, aber das meiste schon. Ja, und es ist eigentlich, haben wir zum letzten Mal, zu heute, habe ich eigentlich, oder wir, die Felder angefangen, alle abgeerntet. Jetzt sind sie alle wieder bestellt, also es ist angesät, es ist gedüngt. Ich fahre gerade mit dem Düngetraktor eigentlich zum Kercher und will den da mal sauber machen und nachher unsere Ernte verkaufen, weil wir sind 3.800 Euro im Minus. Genau, und so ist der Plan. Erstmal. Ja, und ich wollte eigentlich jetzt über die Map fahren, um die ein bisschen anzuschauen unterdessen, aber es kriegt das nicht hin. Weil ich dies, ich kann die Geschwindigkeit kann ich nicht regulieren, so wie das bei einem Pad ist. Also ich habe wirklich entweder Vollgas oder gar nichts. Und das ist bei diesen Straßen eine kleine Herausforderung. Fahrverbot, fahren wir durch. Ja, du kannst, theoretisch kannst du irgendwo beim Tempomat. Ich weiß aber nicht, was das auf der Tastatur, wie das wieder da, doch, oder doch, der Tempomat ich hab's ist. Drin. Ach und so, da das kannst du eigentlich auch die Geschwindigkeit einstellen. Du musst da nicht, mit dem Tempomat musst du da nicht Vollgas fahren. Und ich glaube, es nimmt nachher auch die Geschwindigkeit an. Dann könntest du eigentlich anstatt mit 100 über die Karte, bloß mit 50 oder so. Ja, ich muss ja die Geschwindigkeit dann erstmal auch erreichen. Das ist das Problem, weil es gibt ja Vollgas dann. Aha, ja, dann. Das ist, und wenn ich dann wieder, ich versuch's nochmal. Ja, dann fahr doch irgendwo gegen und dann kannst du ja Gas geben und die Geschwindigkeit runterdrehen. Geht das nicht? Also bloß so eine Idee. Oh, ich bin ausgestiegen. Mitten in der Fahrt. Aha. Das ist nicht cool. Das ist blöd. Das ist wirklich. Okay, dann müssen wir schauen, damit es beim nächsten Mal mit wieder da irgendwie helfen können und irgendwie das anders steuern könntest. Ja. Weil mit der Tastatur kann ich das selber eigentlich auch nicht. Und dabei so. Ich mich. Hä? Jetzt hat's geklappt, aber. Nee, der beschleunigt. Mal gucken. Ach, keine Ahnung. Jetzt kannst du dir die Map eigentlich nicht anschauen. Vielleicht muss ich mit dem Traktor gehen. Ja, hier steht noch eigentlich einer auf dem Hof. Da ist noch die Sämaschine hinten dran. Aber ich habe jetzt eigentlich den neuen Grad genommen und habe die Anhänger montiert da und. Okay, das klingt sehr gut. Das klingt Scheiße. Schon positiv. Doch, ich kann hier, sehe ich gerade, ich kann das Tempomat-Level kann ich ändern. Jetzt muss ich mal wieder auf die Straße. Ich bin gerade geflogen. Also man kann hier Stunts machen. Mhm. Oh. Ich schau mal, was wir da noch verkaufen können.
So, muss da mal im Menü schauen, wo ich das eigentlich. Ich kann mich natürlich auch noch nicht aus da mit den ganzen Verkaufsstellen. So, jetzt habe ich Reifeisen, jetzt habe ich Weizen und Gerste. Aber Gerste bekomme ich bei Araru, was? Agrasus. Agrasus bekomme ich das meiste und das andere bei der Reifeisen. Okay. Wo ist wieder die Reifeisen? Jetzt kommt da wieder das tolle Suchen. So, ich habe jetzt zwei Anhänger voll mit Körnerchen. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ich komme hier irgendwie, jetzt bin ich da über den Zaun. Ach so, muss ich das Tor jetzt separat öffnen auf der Map? Ja, das, also automatisch gehen die nicht auf. Du musst meistens Ach so. aussteigen und das Ah, aufmachen. Ich jetzt. bin, weiß zwar nicht, wo du bist, aber. Ich bin drum da über den Zaun geflogen mit dem Auto. Aha, und jetzt musst du wieder raus, oder wie? Ja, und Du jetzt musst. irgendwie bin ich im Kreis gefahren, aber jetzt kam mir in den Sinn, dass du das mal gesagt hast. Genau, da gibt's da so Weidezäune. Oder manche Gehöfte sind da irgendwie abgeriegelt. So. Oh, ganz falsch, ganz falsch. Okay, wir fahren mal nach links. Aber es ist schon recht schmale Straßen. Ich habe jetzt eigentlich einen ziemlich kleinen Traktor, aber selbst mit denen ist es recht schwierig hier. Wo bin ich denn eigentlich da? Jetzt steige ich einfach mal aus. Oh, sie hupen schon. Bei Steffens Agrarservice. Okay. Oh Mann. Komme ich da gar nicht rein? Oh, sie hupen, ey, das ist ja unglaublich. Okay, ich habe einen kleinen Stau verursacht hier. Es stehen zwei Autos, die hupen hinter mir. Okay, ich fahre ja schon weiter. Die ein Stress hier. Ja, und ich würde eigentlich als nächstes würde ich da mal in die Viehhaltung investieren wollen. So, jetzt bin ich sicher wieder verkehrt abgebogen, ey. Wo bin ich denn jetzt? Pru? Ja. Okay, ich habe nicht mehr Ich. gehört. Ich wollte Ja, bloß wissen, ja. ob du noch. Ich bin da. Oh, jetzt hupen sie schon wieder. Mann, ich weiß doch nicht, wo ich hin will. Das ist ja ein Stress hier. Kaum schaut man mal auf die Karte, fangen die hier an zu hupen. So, der kleine Traktor schafft es kaum mit den beiden Anhängern, die da zu ziehen. So, jetzt muss hier irgendwo. Oh, du bist eigentlich in der Nähe. Ich sehe deine. Ich sehe dich da irgendwo. Meine Spuren wahrscheinlich. Dein Auto, du bist gerade an mir vorbeigefahren. Ich wäre auf der rechten Seite gewesen von dir Ah ja, aus. stimmt, der hat sich's. Ach, das ist blöd. Kannst du es nicht steuern? Das ist einfach mühsam, weil der hat ja auch ziemlich eine schnelle Beschleunigung. Ja. Tut mir leid, ich weiß gerade nicht, wo ich hier hin muss. Aber ich glaube, ich muss hier rum. Ja, der hat eine schnelle Beschleunigung, ja. Und das, also ja, ich kann da schon ein bisschen so immer antippen aufs Gas, aber irgendwie, ach, das ist nix, das ist blöd so. So, ich glaube, ich muss das hier irgendwo abgeben. Ja, ich will keine Rolle verkaufen. Wow. Okay, du kannst sonst mit dem Traktor weiterfahren, wenn du willst. Ja. Schon, mit den Anhängern. Ja. Okay. Soll ich das da noch auskippen? Warte mal. Das hintere wirst nicht auskippen. Ja, da würde ich woanders mehr bekommen, aber ich weiß nicht, wo das andere ist. Ach so. Das wäre, was habe ich gesagt?
Agrasus, aber das wäre da irgendwie, auf den du auf der Karte schaust, das oberste mit der gelben Schrift. Die Schrift ist irgendwie, das ist da übereinander. Und deswegen ist es da wahrscheinlich schlecht zu sehen. Okay. Okay. Sie bringt es weg, dann können wir eigentlich mal zum Händler schnell. Nell? Eigentlich zur Bank. Wo ist denn hier die Bank? Hier war doch ein Geldautomat, wenn ich mich nicht irre. Beim letzten Mal habe ich doch gesagt, hier ist ein Geldautomat. Hast du nicht das letzte Mal schon Geld aufgenommen? Nö, nö. Nö, nö. Weiß ich nicht. Wohl, habe ich nicht letztes Mal schon Geld aufgenommen. Ja, wir verschulden uns da recht. Oh ja, ich habe da schon. Für den Traktor habe ich ja so viel aufgenommen. Ja, genau. Genau, jetzt sehe ich das. Jetzt haben wir da. Kredit 140.000 habe ich da aufgenommen gehabt und wir haben 2.000 auf dem Konto. Super. Das läuft ja gut. Wie viel kann man maximal? 200.000. Okay. Also hier, eigentlich wollte ich jetzt da so in den Kuhstall ein wenig investieren, aber um da Kühe zu halten oder um damit es überhaupt rentiert, bräuchte man eigentlich ja noch Sachen, damit man sie versorgen kann. Aber das haben wir eigentlich nicht. Ich glaube, ich hab's. Oh! Gefunden. Okay, das klingt schon mal gut. Ja. So, ich kann hier, ich habe mal den Zug weggeschickt, der stört mich hier. Aber da ist sicher auch nichts drin, was wir gebrauchen können. Wir haben immer noch 2000 plus. Das ist jetzt nicht so die Welt. Und auf der anderen Seite war nämlich hier gleich der Händler. Genau, da habe ich ja den Traktor geholt. Wir brauchten ja noch einen zweiten Traktor. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt am besten? Wenn wir da nichts kaufen können, müssen wir irgendwie versuchen, Geld zu verdienen. Ich könnte das Auto verkaufen. Hat das jetzt Geld gegeben? Aha, ja, jetzt gab es 5.424, jetzt haben wir 7.599 auf dem Konto. Wenn du jetzt wieder zum Hof könntest, finden würdest, da ist noch mehr im Lager drin eigentlich. Wir können da noch mehr verkaufen. Okay. Aber jetzt ist echt die Frage, jetzt müssen wir eigentlich wieder warten, bis die Ernte nach ist, das wieder ernten, wieder verkaufen, bis wir irgendwann da genug Geld zusammen haben, bis wir da irgendwas wieder in irgendwas investieren können. Ich gehe jetzt da nochmal zum Geldautomaten. Und schau da nochmal, ob ich da noch einen Kredit bekomme. Wie viel das eigentlich? Aha, jetzt habe ich zurückgezahlt, ich Blödmann. Okay. Zurückzahlen. Okay, wir haben schon mal was zurückgezahlt, jetzt leihen wir uns das wieder. Mann, ich hab Stau. So, jetzt haben wir Scheiße. die maximale Höhe des Kredits erreicht. Jetzt haben wir 67.000. Ich habe ein Problem. Okay. Ist der Traktor kaputt? Nein, ich hänge hier mit dem zweiten Anhänger fest zwischen Autos. Muss ich. Ja. Doch, jetzt ist es gegangen. Ach du Scheiße. Ich kann das nicht. Ja, es ist mit dem, einfach mit dem, mit der Tastatur, es ist schwierig, oder? Ja, ich weiß nicht, wie ich mich anstelle mit dem Pad. Vielleicht auch so blöd. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, danke. Ja.
So, was bräuchten wir eigentlich, um Kühe zu halten? Wir bräuchten auf jeden Fall irgendwie so ein Wasser brauchen sie. Das kostet 9500. Und dann brauchen wir am besten so ein Gras. Damit sie Gras fressen können, bräuchten wir ein Mähwerk. Da kostet eins Frontmähwerk 12.000. 11.000. Ja, es würde jetzt das Geld eigentlich reichen, damit wir da. Aha, und dann brauchen wir noch einen Ladewagen, der kostet auch schon 31.000. Ja, ich glaube, ich kaufe jetzt mal Sachen ein, damit wir da Kühe versorgen können. Und dann können wir die nachher eigentlich abholen. Ja, haben wir, also, ja, du wirst das schon machen. Wie kann ich das jetzt gucken? Was habe ich noch gesagt? So ein Wassertankwagen. Also das bei uns ist jetzt ja noch nichts erntereif. Das haben Nein. wir zwei Felder, ist das richtig? Nein, drei. Drei. Eigentlich haben wir vier. Wir haben noch eins mit Gras. Vielleicht müssten wir das noch pflügen, damit wir da auch was anbauen können. Ah, die 31. Genau. Okay. So, jetzt habe ich da einen Haufen Sachen gekauft. Die stehen da eigentlich alle beim Händler rum. Wo Das hast du müssen. den Pflug? Wo ist denn der? Also welcher Flug? Haben wir keinen Pflug? Wohl, wir haben. Also was möchtest du denn machen? Ja, eben das Feld pflügen. Das 31. Der steht da eigentlich neben der Scheune. Ah ja, abgefunden. Es geht dann aber nur mit dem Flug, nicht mit den Grubber. Ja, das ist sicher das rote Dings da. Sie sind beide Jojo. rot, ja. Wird schon da. Wo ist denn eigentlich unser Hof? Aha, da Den oben. habe ich gefunden. Da oben. Okay. Ja, jetzt habe ich da eigentlich Sachen gekauft und jetzt muss ich eigentlich den Traktor holen, damit ich die da irgendwo hinfahren kann. So. Ich mache mich jedenfalls jetzt auf den Weg zur Nummer 31 und dann sehen wir uns das nächste Mal, hoffentlich ohne so chaotische Fahrt von mir. Dann werden wir das Feld grob an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, auch von meiner Seite aus. Danke fürs Zuschauen und bis bald.